Ja, auch noch mal ein Treppenhaus. Allerdings nach oben schon offen. So, verlassen wir die Gegend wieder. Gehen wir weiter über die Werft und schauen wir, ob wir weiteres finden, wovon ich eigentlich ausgehe. Ich muss ja nur mal da hinten hingucken. Da fahren die Autos auf 2 Etagen. Reine Optik. Dahinter ist noch eine Brücke und die liegt weit höher. So, ist hier zwischen den Gebäuden durch. Da kommt man leider nicht rein. Aber ich glaube, das ist auch relativ defekt. Hier, was steht drin? Altos, Lübecker Baufirma. Haben die wohl als Lagerhalle gemietet. So, da in die Ecke rein mal fotografieren, da wo dieser Schornstein ist, die Treppe hochgeht, über diese Glasdächer so ein bisschen da, vielleicht noch diese Glasecke da oben mitnehmen, so. Guck ich mal, mach ich mal ein Foto. Alte Kräne, der LMG, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, da oben durch, fotografiere ich jetzt auch mal genauso zwischen diese beiden Ständer da durch. Und das LMG zur Erkenntnis. Da mache ich mal ein Foto. Bleibt mal dran. Mal sehen, ob wir hier was hinkriegen. Irgendwie so. Ja, da guckt, da oben fehlt auch das Dach komplett schon. Alles. Gar kein Dach mehr drauf hier. Ja, größtenteils weg. Tja, was geht's da hin, ne? Schade, aber schön für uns. Sieht cool aus. Kalt ist heute Morgen. Ist doch super, super Wetter heute, schöne Schatten. Wunderbar, besser geht's nicht. Bis gleich. Ja, von dem Motiv hier bin ich eigentlich begeistert. Ich werde mal versuchen, ein bisschen was zu fotografieren. Man kriegt es ja immer nicht so hin, wie man sich das vorstellt. Finde ich. Aber vielleicht doch irgendwann mal. Also, wir versuchen es mal. Ist schon nicht schlecht. Hat ja irgendwas, ne? Da mit diesen 3 Haken in der Mitte. Da meine ich. Oder hier auch diese, ne, Rolle mit Kabel drauf. Oder oben am Ende da diese Gummis oder Kabel, die da hängen. Ja. Vielleicht müssen wir mal ins Detail gehen und Details fotografieren. Okay, ich versuch's mal. Bis gleich. Diesen Ausschnitt habe ich eben mal gewählt zum Fotografieren. Naja, so sieht es ganz gut aus, aber. Der hier, naja, so alleine hängt, ich weiß nicht. Mal ganz lange versuchen.
Weiter vorne steht ein Schiffchen. Vielleicht komme ich ein bisschen ran, mal gucken, ob ich hier durch darf. Wahrscheinlich eher nicht, aber die Herrschaft werde ich dann schon wegjagen. Die Rohre, die hier liegen, das sind Füße von der Windkraftanlage. Und da vorne liegen auch noch ein paar Flügel rum. Wie gesagt, das macht die LMG hier. Da mal reingucken. Guck. Hallo. Ich weiß nicht, ob man hier weiterlaufen darf. Ich lauf mal, solange bis sie mich aufhalten. Ne? Hilft ja nichts. Fast noch kalte Finger, weil es ist heute nicht ganz so warm. So, bis jetzt hat keiner rumgemeckert. So, nähern wir uns noch ein bisschen dem Schiff. Wird gerade B oder entladen. Kann ich gerade noch nicht richtig sehen. Gucken wir mal gleich, was der, wenn der da rauskommt. Ob er was drin hat oder ob er wieder leer ist. Da kommt LKWs angefahren, der hat irgendwas geladen, jetzt wieder entladen. So, und immer wieder beliebt, finde ich jedenfalls. So, jetzt hier ein Foto machen, so an der Seite hoch. Und dann die Schärfe irgendwo hinlegen, müssen wir mal gucken. Entweder wieder ganz vorne hin, auf den Knoten hier. Oder auch oben auf das Loch, was da oben im Schiffchen ist, da oben drin, da, da. Mal gucken, mache ich jetzt mal, schauen wir mal, okay? Bis später. So, die Camellia wird da entladen gerade. Was sie drauf hat, wissen wir nicht genau. Guck mal, wir zoomen mal ein bisschen ran. Mal sehen, irgendein Pulver. Tja, Kalk. Irgendwelche Düngemittel wahrscheinlich. Ja, und auf der anderen Seite die Firma Brüggen. Ein relativ großes Unternehmen. Zweitgrößte Müsli-Hersteller der Welt. Seit. So Freunde, jetzt verziehe ich mich doch, jetzt wird es Zeit. War schön, hat Spaß gemacht, doch einiges gesehen, aber ich muss erstmal aufhören, das fotografiere ich hier noch Tage lang. Es gibt einfach so viel zu sehen. So, ich muss ja nur hier hinter mich gucken, da der Kran. Ja, ja. Oder auch hier hinter mich, Schornstein.
Naja, einfach mal rundum blicken und schon findet man eine ganze Menge. Ja, jetzt geht's zurück. Wobei ich glaube, ich mache nochmal von den beiden Rohren hier so ein Bildchen mit dem Hintergrund. Schornstein, warte, ich lasse euch mal gucken. So, jetzt könnt ihr es auch sehen, also die zwei Rohre da, im Hintergrund der Schornstein. Mal sehen, wo ich da platziere. So mehr in die Mitte oder so? Oder doch ein bisschen mehr außerhalb? Kommt drauf an, welchen Ausschnitt ich mitnehme. Und was noch gut ist, da unten, unterhalb vom Schornstein, so ein quadratisches Metallgerüst. Nehme ich auch nochmal mit. Okay, ich mache nochmal ein Foto. Bis gleich. So. Ah, nee. So vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen näher ran. Okay, gucken wir mal. Da, das filmen wir noch in Schwarz-Weiß. So, Freunde, das war's. Kam auch gerade noch so ein Kollege, hat gemeint, ich hätte hier nichts verloren. Okay, hat er vielleicht recht. Bin aber auch durch. Hau jetzt ab. War schön, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn dem so war, dann wie immer Daumen hoch. Man sieht sich irgendwo aus Deutschland oder aus sonstigen Locations. Und Kommentare nicht vergessen. Hat es euch gefallen? Nicht gefallen? Was kann man besser machen? Und. Schreibt es einfach unten rein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Euer Micha, Outdoor Aktiv. Schaut mal wieder rein. Okay, macht's gut. Bis dann. Tschüss.